Wenn man durch die Straßen geht zurzeit, dann erkennt man an den Plakatwänden, es ist intensiv Wahlkampf. Und in dieser Zeit haben die Politiker neben ihren eigentlichen Aufgaben noch viele andere Verpflichtungen zu erfüllen. Die Terminkalender sind voll. Deswegen sind wir sehr froh, dass der Herr Landeshauptmann von Oberösterreich, Dr. Josef Bühringer, heute auch für InfoTV Zeit gefunden hat. Guten Tag und Dankeschön. Grüß Gott. Herr Landeshauptmann, Sie bewerben sich um die 6. Periode als Landeshauptmann zwischen dem seinerzeitigen Dr. Joe und dem heutigen Landesvater liegen viele Jahre. Wie schaffen Sie das so agil und souverän? Also zum Ersten wollen wir nicht übertreiben, es ist die 4. Periode, nicht die 6. Wie ich das schaffe, ich bin fit, mir fallen viele gute Ideen für Oberösterreich ein und vor allem, ich mache es gerne. Gut, dann kommen wir schon mit diesem Stichwort wohin, was vielleicht nicht immer so ist, dass man es gerne macht, denn es gibt auch Themen, die nicht unbedingt in sich erfreulich sind. Ganz Österreich und natürlich auch Oberösterreich wird momentan von einer Asyldebatte durchzogen. Ein politischer Mitbewerber hat seine ganze Strategie darauf aufgebaut. Jetzt die Frage, ist Oberösterreich wirklich so sehr betroffen von einem Flüchtlingsproblem? Natürlich ist Oberösterreich betroffen. Ganz Österreich ist betroffen. Europa ist betroffen. Da kann niemand etwas dafür, außer in der Weltpolitik und außer, dass wir vielleicht in der Entwicklungszusammenarbeit in den letzten Jahrzehnten zu wenig getan haben. Wir in Oberösterreich erfüllen unsere Pflicht. Leute, die zu uns kommen, die an Leib und Leben bedroht sind, wo Krieg ist, die ein Asylrecht haben, wie es die Menschenrechte vorsehen, die werden von uns aufgenommen. Bis der Krieg zu Hause zu Ende ist, dann müssen sie wieder nach Hause gehen. Leute, die nur kommen, Wirtschaftsflüchtlinge sind, weil sie bei uns besser leben wollen, leider, da können wir nicht unsere Tore aufmachen. Es muss hier ganz klar zwischen Asylanten, echten Kriegsflüchtlingen und Wirtschaftsflüchtlingen unterschieden werden. Die Bundesministerin für Inneres, die Frau Mikl-Eitner, hat jetzt durchgesetzt, es wird einen Regierungsbeschluss geben, das Durchgriffsrecht der Bundesregierung oder des Bundes auf Flüchtlingseinrichtungen bzw. solche in den Bundesländern zu installieren. Damit sind Sie nicht unbedingt glücklich, so wie auch Kollegen von Ihnen. Mir ist das relativ egal, wenn ich das so ausdrücken darf, denn wir werden vom Durchgriffsrecht des Bundes nicht betroffen sein. Wir werden genügend Quartiere haben. Der Bund wird ab 1. Oktober durchgreifen können, das wird in Oberösterreich nicht der Fall sein. Und ich sehe auch dieses Durchgriffsrecht nur als eine Notmaßnahme. Und ich kann Ihnen sagen, wir sind im Land Tag und Nacht damit beschäftigt, dieses Problem zu lösen. Wir erwarten aber auch, dass sich die Bundesregierung auf europäischer Ebene wesentlich stärker noch engagiert. Es muss eine gerechte Aufteilung der Flüchtlinge in Europa geben. Es kann nicht sein, dass Länder wie Österreich, Deutschland, Schweden dieses Problem lösen und andere lehnen sich zurück und tun nichts. Das geht nicht. Dann muss es Obergrenzen geben, bis hierher und nicht weiter. Denn die Menschen bewegt diese Frage. Die fragen mich, wie viele kommen? Wie lange bleiben sie? Werden wir uns das leisten können? Bedroht das unsere Sicherheit und unseren Wohlstand? Und das sind keine Rechten und keine Fanatiker, die das fragen. Das sind Menschen, die Angst haben, die unsicher sind. Und da muss es klare Antworten geben. Und die klaren Antworten lauten, faire Verteilung in Europa, Höchstgrenzen, wenn es zu dieser Verteilungsquote nicht kommt, klare Prüfungen an den Grenzen, Grenzkontrollen an den EU-Außengrenzen, Schleierfahndung an den nationalen Grenzen und natürlich, das darf man überhaupt nicht übersehen, es muss auch allen klargemacht werden, die schleppen, illegal Leute ins Land bringen, ihr werdet hart bestraft. Leute, die andere schleppen, in Viehwegen ins Land bringen, dort auslassen, kleine Babys, die gehören hart bestraft, die Autos gehören beschlagnahmt und die Schlepper gehören ins Gefängnis. Punkt. Welche Druckmöglichkeiten hat da das Land Oberösterreich bzw. der Landesregierung an seiner Spitze, dem Landeshauptmann, diese Forderungen
zu stellen. Wir Länder sind uns alle einig. Gemeinsam sind wir stark, denn gemeinsam bilden wir die Republik. Und ich bin sehr froh, dass die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel genau diese Positionen jetzt auch vertritt. Und wenn die wichtigste und bedeutendste Politikerin Europas diese Positionen vertritt, dann wird sich wohl in Europa etwas bewegen müssen. Sie haben in Ihrer vorigen Antwort was einfließen lassen, dass die Menschen Sorgen haben, Ängste im Zusammenhang mit Flüchtlingen. Warum? Geht es da um Sicherheit, um die eigene, geht es um Kriminalitätsfragen? Wie nehmen Sie das wahr? Die Sorgen der Menschen muss man sehr ernst nehmen. Mit denen darf man nicht oberflächlich umgehen. Darf man nicht negieren. Sie haben Sorgen um ihre Sicherheit. Sie haben Sorgen, ob vielleicht, weil das alles ja etwas kostet, ihr hart aufgebauter, erarbeiteter Wohlstand gefährdet sein könnte. Sie haben Sorgen, weil sie nicht wissen, wie viele kommen. Da muss man Antworten geben. Und die Antwort kann nur heißen, mit denen, die kommen und Kriegsflüchtlinge sind, ordentlich umgehen. Wirtschaftsflüchtlinge, nein. Grenzkontrollen und faire Quoten in Europa. Und harte Bestrafung der Schlepper. Hat Oberösterreich ganz allgemein gesehen ein Sicherheitsproblem? Es wird zumindest vom politischen Mitbewerber immer wieder ins Spiel gebracht. Ich sage nochmals, mit Unsicherheit der Menschen muss man vorsichtig umgehen, sorgsam umgehen. Unsere Polizisten leisten eine gute Arbeit, eine sehr gute Arbeit. Die Zahl der Aufklärungen steigt. Die Zahl der Verbrechen ist im letzten Jahr Gott sei Dank zurückgegangen. Aber Sicherheit gewährleisten für die Menschen ist eine Kernaufgabe der Politik. Eine Kernaufgabe, die sich die Politik vorgenommen hat, ist auch für Arbeitsplätze zu sorgen. Und gerade im Zusammenhang mit der Flüchtlings- bzw. Asyldebatte kommt dann immer wieder die Meinung, da könnten Arbeitsplätze an Billigarbeitskräfte aus anderen Ländern gehen. Wie sehen Sie das? Was kann Oberösterreich da machen? Also zum einen, wir haben eine steigende Arbeitslosigkeit, wir haben aber auch eine steigende Beschäftigung. Und wir sind das Land gemeinsam mit Salzburg mit der geringsten Arbeitslosigkeit. Aber wir haben auch mehr Arbeitslose als vor 5 Jahren. Wir müssen daher die Voraussetzungen schaffen, dass bei uns noch mehr Arbeit entsteht. Wir müssen unseren Standort qualifizieren. Wir müssen die Jugend ordentlich ausbilden. Denn wir haben ja auch Nachfrage nach Arbeitskräften, obwohl die Arbeitslosenrate steigt. Arbeit ist für die Menschen unheimlich wichtig. Wir wollen ein Land sein, wo die Menschen Arbeit haben und wo die Jugend einen Ausbildungsplatz bekommt. Und die Flüchtlinge werden diesen Menschen keine Arbeitsplätze wegnehmen. Denn diejenigen, die nicht Asyl bekommen, das sind die meisten, 70-60%, die müssen ja nach Hause. Und die anderen, das wird man klar sagen müssen, müssen nach Hause, wenn in ihren Ländern der Krieg zu Ende ist. Und in manchen Bereichen sind wir um ausländische Arbeitskräfte sehr froh. Schauen Sie sich die ganze Müllwirtschaft an, die ganze Entsorgung, den Kanaldienst. Schauen Sie sich an große Bereiche in der Pflege. Schauen Sie sich an große Bereiche in der Gastronomie. Wenn wir dort ausländische Mitbürger nicht als Mitarbeiter hätten, hätten wir Probleme. Reden wir mal über angenehme, schöne Dinge. Worauf sind Sie besonders stolz? Sie führen jetzt viele Jahre, bevor er verzählt, die Landesregierung an, Oberösterreich hat sich entwickelt. Worauf blicken Sie gerne zurück? Ich blicke gerne zurück auf die Entwicklung des Landes. Erstens, wir sind das Land mit der geringsten Arbeitslosigkeit, auch wenn sie gestiegen ist. Und wir haben in diesem Land viel Zukunft verwirklichen können, im Bereich der Bildung. Wir haben viel Zukunft verwirklichen können, etwa durch die Schaffung einer Medizinfakultät. Das war gar nicht einfach, das im Bund durchzusetzen. Wir haben den Menschen Sicherheit geben können gegen das Hochwasser, indem wir riesige Hochwasserbauten realisiert haben, wie zum Beispiel den Machlanddamm, der einen ganzen Landesteil schützt. Ja, ich bin stolz auf die tollen Betriebe, die sich bei uns angesiedelt haben und die den Menschen Arbeit geben. Ich bin stolz, dass wir exzellente Schulen haben, die die jungen Leute ausbilden, dass wir genügend Kindergartenplätze haben, damit die Arbeit und Familie sinnvoll verbunden werden können, die Berufstätigkeit der Frauen gestärkt wird. Ja, ich bin stolz darauf, dass wir gerade auch im Sozial- und Gesundheitsbereich viel tun konnten. Wir haben in den letzten 6 Jahren 1,2 Milliarden Euro
nur in die Modernisierung unserer Krankenhäuser investiert. Und wir haben das Sozialland Oberösterreich ausgebaut. Gerade für die Schwächeren in der Gesellschaft da zu sein, ist die wichtigste Aufgabe, die eine Politik, die sich menschlich, christlich nennen will, zu erfüllen hat. Wir kommen aus dem Sendegebiet Steierland, Kirchdorf. Der Sitz von InfoTV ist Bad Hall, ein Kurort. Sie sind auch der zuständige Referent für Krankenanstalten. Jetzt gibt es eine Diskussion, losgebrochen vom Hauptverbandsvorsitzenden, dem Peter McDonald, die Kuren etwas anders aufzustellen, vielleicht schwieriger zu machen. Wie sehen Sie das? Ich halte da nicht sehr viel davon. Kuren sollen ja vorbeugen, damit die Menschen nicht krank werden. Ehrlich gesagt, da hat dieses System viel gebracht. Natürlich kann man immer wieder nachdenken. Was kann man anders machen? Was kann man besser machen? Aber Gesundheitsvorsorge ist nicht teuer. Wenn wir die Leute gesund erhalten, ist das wesentlich wirtschaftlicher, als wenn wir nachher heilen müssen. Und es ist vor allem für die Menschen weit angenehmer, weil es mehr Lebensqualität garantiert. Wir werden dieses Thema mit McDonald, den ich gut kenne, ordentlich ausdiskutieren. Natürlich gibt es da und dort Missbräuche, das ist immer so, die muss man abstellen, wenn sich sie abstellen lassen. Aber prinzipiell wird der Gesundheitsvorsorge, dem gesunden Lebensstil, wesentlich mehr Bedeutung zukommen als in der Vergangenheit. Jetzt sind Sie nicht nur der Landeshauptmann von Oberösterreich, Herr Dr. Büring, Sie sind auch der Vorsitzende der ÖVP. Das müssen Sie natürlich auch zur bevorstehenden Wahl und zu der möglichen Konstellation nachher eine Frage stellen. Theoretisch könnte es eine Mehrheit gegen Sie geben. Nicht nur theoretisch, auch praktisch. Wie stehen Sie zu dieser Idee, die da wo herumschwebt? Schauen Sie, wir müssen den Bürgern ganz klipp und klar sagen, am 27. September geht es um Oberösterreich. Geht es um den Landeshauptmann, geht es nicht um eine Abstimmung in Asyl, geht es nicht um eine Denkzettelwahl Richtung Bund oder um eine Abstimmung über Brüssel und die EU. Da geht es um Oberösterreich. Und immer dann, wenn einer keine absolute Mehrheit an Stimmen hat, dann sind andere Konstellationen denkbar. Und wissen Sie, es haben schon viele gesagt im Laufe der Jahrzehnte, wir werden nie mit diesen oder jenen gehen. Das hat selten gehalten. Ich verlasse mich darauf, möglichst stark zu werden als ÖVP. Eine Stimme für die ÖVP ist eine Stimme für eine stabile Politik, auch in schwierigeren Zeiten, ist eine Stimme für Zusammenhalt und für Politik nach dem Motto, das Gemeinsame vor das Trennende stellen. Aber es müssen alle wissen, Rot-Blau ist in diesem Land eine Alternative. Und wenn jemand die Chance hat, mit der Hilfe anderer Landeshauptmann zu werden, dann wird er die Chance ergreifen. Daher ist ganz klar, wer will, dass ich diese Aufgabe an der Spitze der Landesregierung weiter ausübe, der muss uns auch die Stimme geben. Herr Landeshauptmann, dann dürfen wir das neutral so Ihnen wünschen, nämlich dem Land Oberösterreich, dass alles gut weitergehen soll. Ihnen persönlich, eben natürlich aufs Geburtsdatum angeschaut, auch für die Zukunft weiter alles Gute. Danke. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch. Danke Ihnen auch sehr herzlich und wünsche ebenfalls alles, alles Gute. Jetzt haben wir den höchsten Repräsentanten der Politik auch zum Interview gehabt. Wir wollen aber jetzt von InfoTV auch einmal andere Stimmen von, unter Anführungszeichen, kleineren Politiker hören. Und wir werden jetzt rausgehen zu den Bürgermeistern. Schauen Sie auch dazu bitte wieder rein. Dankeschön für heute.